tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Y-Glurak vor. Glurak ist die Weiterentwicklung von Glumanda und Glutexo und hat einen Feuer-Flugtyp, wodurch er eine Doppelschwäche gegen Gestein, eine Schwäche gegen Wasser und Elektro, eine Resistenz gegen Kampf, Feuer, Stahl und Fee, eine Doppelresistenz gegen Pflanzen und Käfer sowie eine Immunität gegen Bodenattacken hat. Seit der 6. Generation ist es in der Lage, zwei Mega-Entwicklungen zu vollziehen. In diesem Video werde ich auf das Y-Mega eingehen. Wer das X-Mega sehen will, der schaut bitte zu Folge 15. Gluraks Basiswerte sind im Großen und Ganzen nicht schlecht. Nach der Mega-Entwicklung sieht das Ganze jedoch etwas anders aus. Im Y-Mega erhält es einen gewaltigen Boost im Spezialangriff. Auch Angriff und Spezialverteidigung steigen ein wenig an. Die größte Änderung ist jedoch in seiner Fähigkeit Dürre. Die lässt es 5 Runden lang die Sonne scheinen, was Feuerattacken um satte 50% verstärkt und Wasserattacken nur noch halben Schaden machen lässt. Zusätzlich entfällt die Aufladerunde von Solarstrahl und die Genauigkeit von Donner und Arkan sinkt auf 50%. Glurak schlägt mit dieser Fähigkeit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zum einen verstärkt er seine eigenen Feuerattacken, dann neutralisiert er eine Wasserschwäche und dann kann er auch noch Solarstrahl uneingeschränkt nutzen. Die EV verteilt man bei Glurak komplett in Spezialangriff und Initiative. Ein scheues Wesen wird genutzt, um die Inne zu maximieren. Im Moveset habe ich hier Flammenwurf, Solarstrahl, Luftschnitt und Drachenpuls. Flammenwurf ist die Mainstep-Attacke, mit der Sonne kommt sie auf ganze 202,5 Base-Power. Alternativ kann man hier auch Feuersturm spielen, wenn eine Mehrstärke wichtiger ist als eine 100%ige Genauigkeit. Solarstrahl ist Standard auf jedem Y-Glurak-Set und Pflanze covert Feuer mit Ausnahme von Drachen-Pokémon perfekt. Luftschnitt ist ein zweiter Step-Angriff, der eine nette 30%ige Flinch-Chance hat. Drachenpuls ist eine Attacke, die man zwar eher selten als Coverage nutzt, jedoch macht sie hier ausnahmsweise sogar Sinn, nachdem die zwei stärksten Attacken von Glurak beide eine Drachenresistenz aufweisen. Wer kein Fan von Drachen-Coverage ist, kann hier auch einfach einen Fokusstoß spielen, wobei ich es hier wieder für fraglich halte, überhaupt eine Attacke zu spielen, die zu 30% nicht einmal trifft. Als Item ist der Gluraknit Y die einzige Option, da man sonst keine Mega-Entwicklung machen kann, auf die das ganze Set ausgelegt ist. Glurak ist von der Spielweise her relativ simpel zu spielen. Man wirft ihn möglichst immer so rein, dass er keinen Schaden im Switch kassiert. Megan sollte man ihn so früh wie möglich, um sein volles Potenzial nutzen zu können. Dann haut man so lange auf den Gegner drauf, bis der einem was für die Nase setzt, was entweder schneller als Glurak ist und mit Gestein oder Elektro angreifen kann, oder aber einen Angriff von Glurak überlebt und ihn effektiv trifft. Sollte sowas vor euch stehen, dann holt den Guten lieber raus und werft was rein, was Gestein und Elektroattacken gut verkraften kann. Boden-Pokémon eignen sich hierfür besonders gut, speziell Stalobor, weil der sogar eine Doppelresistenz gegen Stein hat und außerdem mit Turbodreher jederzeit das Feld von Steinchen freihalten kann. Mit Klebenet-Support könnt ihr dafür sorgen, dass Glurak auch die schnelleren Gegner überholt. Aufpassen müsst ihr hier nur noch bei Wulvarok in der Tagform, da Glurak einen Turbofelsen bei vollem KP nur mit viel Glück überlebt. Wenn ihr mal richtig viel Spaß haben wollt, dann könnt ihr auch mal versuchen, Glurak hinter einem Dual Screen oder einem Aurora-Schleier zu spielen. Solange ihr dafür sorgt, dass Glurak am Leben bleibt, solltet ihr keine zu großen Probleme haben, euren Gegner einzuäschern. Das war's von meinem Glurak und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.